Hallo zusammen, willkommen zu Deep Learning for Games. Heute wollen wir uns etwas mit Deep Neural Networks befassen. Wir haben das letzte Mal bereits neuronale Netzwerke kennengelernt, die wollen wir uns nochmals etwas anschauen und dann sehen, was der Unterschied dazu zu Deep Learning ist. Dann möchten wir uns sehen, wie tief dann unsere Netzwerke dann sein müssen oder sein können und was wir dagegen machen können, wenn sie dann sogenanntes Overfitting haben, das heißt, wenn sie auf gewissen Daten dann sich zu fest auf wie einschießen. Und am Schluss möchten wir noch verschiedene Optimierungsmethoden uns anschauen. Nun, was ist dann ein neuronales Netzwerk? Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Wie funktioniert solch ein neuronales Netzwerk und wie wird das Resultat berechnet und wie wird das dann trainiert? Überlegen Sie sich gleich kurz, ob Sie die Fragen da zu diesen, die Antworten zu diesen Fragen hier wissen. Nun, was war ein neuronales Netzwerk? Ein neuronales Netzwerk besteht aus Knoten und jeder Knoten besteht aus einem linearen Modell, das eine Funktion berechnet. Die Funktion berechnet sich dabei aus Inputs, x1 bis x3 hier, aus Gewichten, das sind die Parameter des Knoten plus einer Bias-Funktion und dann wird eine Aktivierungsfunktion verwendet, um das lineare Resultat hier noch nicht linear abzubilden. Jeder von diesen Knoten berechnet einen entsprechenden Output und der Output eines Knotens ist dann der Input vom entsprechenden nächsten Layer. Was ist eine Loss-Funktion? Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass eigentlich die optimale Loss-Funktion für kategorische Probleme, das heißt, wenn wir uns zwischen verschiedenen Klassen oder zwischen nur zwei Klassen 0 und 1 entscheiden müssen, dass die optimale Loss-Funktion diese kategorische Loss-Funktion ist. Und das hergeleitet aus der Maximum-Likelihood-Methode. Die Funktion sieht dann so aus, wobei y hier der Label ist, den wir haben möchten, also entweder 0 oder 1 und y Hut hier, wie der Output eigentlich des Netzwerks ist. Wir haben auch gesehen, dass der letzte Layer des Netzwerks eine Sigmoid-Aktivierungsfunktion hat, so dass der Output nie größer als 1 werden kann, was dann natürlich zum Logarithmus passt, weil diese Funktion zum Beispiel auf dieser Seite, das entspricht diesem Term hier, dann bei 1 auch gegen unendlich gehen würde. Das heißt, ein sehr großer Loss ergeben würde, wenn ja der Erwartungswert 0 war, der Label, und wir entsprechend einen höheren Wert hätten für y. Das möchte ich natürlich nicht, sondern das y-Hut sollte natürlich gegen 0 gehen und die rote Kurve entspricht hier dieser Funktion hier. Das heißt, das ist die Funktion, die wir minimieren möchten. Und wie nun berechnet ein Netzwerk so etwas? Ja, wir haben gesehen, dass da in einem Forward-Schritt zuerst die Aktivierung durch das Netzwerk berechnet wird. Das heißt, jeder Knoten wird ausgewertet, das Ergebnis berechnet, das dient als Input für die anderen Knoten, bis sich schlussendlich beim letzten Knoten, dem Output-Knoten, angelangt bin, dann kann ich diese Loss-Funktion berechnen und jetzt möchte ich diese optimieren. Das geht mit dem Stochastic Gradient Descent. Dazu muss ich die Ableitungen berechnen und entsprechend mit der Backpropagation kann ich dann nach der Kettenregel die Ableitungen von hinten nach vorne berechnen und jeweils die Gewichte, also die Parameter eines einzelnen Knotens anpassen. Okay? Gut, was haben wir diesen neuronalen Netzwerken eigentlich als Input mitgegeben? Zwar der letzte Teil, auch der Übung vom letzten Mal, ist, dass sie die Features, die sie schon den anderen Methoden für Machine Learning, für Supervised Machine Learning, gesehen haben, dass Sie diese ausprobieren sollten mit einem neuronalen Netzwerk. Das heißt, auch das neuronale Netzwerk kann dann aus Features den Output lernen.
Nun, was geschieht, wenn wir das Netzwerk tiefer machen? Oder was möchten wir? Wir möchten, dass ein tieferes Netzwerk dann ein sogenanntes Representation Learning macht. Das heißt, das Netzwerk soll nicht nur den Output lernen zu berechnen, sondern auch gerade die Features, die wir brauchen, um den Output zu berechnen. Das heißt, das Netzwerk hat dann zwei Aufgaben, aus den rohen Input-Daten die Features zu berechnen und diese Features dann aus diesen Features dann den optimalen Output zu berechnen. Das heißt, die ersten paar Layers im Netzwerk werden wahrscheinlich sich mehr um das Features, um die Features kümmern und nachher die letzten Layers um den Output. Wenn ich also zum Beispiel Trumpf voraussagen möchte mit einem tiefen neuronalen Netzwerk, dann werde ich keine Features mehr berechnen, sondern ich werde eigentlich direkt die rohen Input-Daten geben. Das heißt, welche Karten habe ich dann auf der Hand. Nun, wenn das Netzwerk ja dann tiefer ist, ist dann die Frage, ja, wie tief soll es dann sein? Oder habe ich noch andere Möglichkeiten, das Netzwerk eigentlich größer zu machen? Das heißt, mehr Parameter im Netzwerk zu haben. Ich könnte zum Beispiel einfach auch Knoten in den einzelnen Layers verdoppeln. Oder sollte ich lieber mehr Layers haben? Oder vielleicht mehr Operationen pro Layer? Was wäre da am besten? Wie tief soll dann das Ganze sein? Als Ganzes wird das die als Kapazität des Netzwerks bezeichnet. Das heißt eigentlich, wie viele Parameter das Netzwerk dann hat. Wenn es mehr Parameter hat, kann es natürlich kompliziertere Funktionen dann approximieren. Gut, wie können wir uns das vorstellen, was da eine geeignete Tiefe sein könnte? Ja, wir hatten das letzte Mal schon dieses Beispiel gesehen von einer datagenerierenden Funktion. Das heißt, diese Funktion f von x, die hier rot dargestellt ist, das ist eigentlich die Funktion, die wir lernen möchten. Die haben wir aber nicht, sondern wir haben nur Samples von dieser Funktion hier blau dargestellt. Das heißt, das sieht eigentlich so aus. Und die Funktion, die ich natürlich jetzt berechne oder die ich versuche, durch diese Datenpunkte zu fitten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel diese hellgrüne Funktion nehmen, die wirklich durch alle Datenpunkte hindurchgeht, aber sehr stark schwankt. Die grüne Funktion wäre da vielleicht besser, die geht auch durch die Datenpunkte, schwankt aber nicht so stark. Und vielleicht ist ja auch sogar die violette Funktion hier besser, die nicht so genau durch die Datenpunkte geht, aber auch nicht so stark schwankt. Ja, wie kann ich aber nun herausfinden, welche von diesen Funktionen die richtige ist? Ich habe ja bereits all meine Trainingsdaten, die blauen Datenpunkte, gebraucht. Nun, dazu möchte ich eben dann Testdaten verwendet oder Validierungsdaten. Wir werden am Schluss dann noch den Unterschied anschauen. Das heißt, wenn ich jetzt zusätzliche Datenpunkte noch berücksichtige, um zu sehen, wie gut das es dann fittet, dann kann ich sehen, welches von meinen Modellen eben am besten funktioniert. In diesem Fall wäre wahrscheinlich die dunkelgrüne Funktion am besten gewesen, die dann eben auch den Fehler auf den neuen Testdatenpunkten möglichst klein hat. Okay. Ich kann natürlich nicht auf diesen Datenpunkt trainieren, sondern ich möchte nur auf diesen testen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Fehlerfunktionen. Wir haben mal den Training Error, das ist den Fehler, den ich auf dem Trainingsset mache. Und dann kann ich natürlich auch den Validation Error anschauen. Das ist den Fehler, den ich auf dem Validation oder Testset habe. Und was man dann als Generalization Error bezeichnet, ist der Unterschied zwischen dem Training Error und dem Validation Set Error. Was kann da passieren? Es kann ein sogenanntes Underfitting passieren. Das würde der violetten Kurve im Beispiel vorhin entsprechen. Bei Bias, das heißt, es geht nicht genau durch die Datenpunkte,
hatten nicht so viele Möglichkeiten, sich anzupassen. Und das wird wahrscheinlich heißen, dass es ein großer Fehler gibt, sowohl auf dem Trainings- wie auch auf dem Testset. Overfitting hingegen hat High Variance, das heißt, es ist eine Funktion mit sehr viel Kapazität. Sie kann sich sehr gut anpassen. Das heißt, sie wird sich sehr gut auf das Trainingsset anpassen, aber vielleicht einen größeren Fehler dann auf dem Test- oder Validierungsset erzeugen. Und dann habe ich einen großen eben Generalization Error. Das heißt, unsere optimale Kapazität soll etwa so sein, dass sie eben genügend gut ist, um wirklich die Trainingsfunktion, die Trainingsdaten gut approximieren zu können, aber nicht so viel Varianz haben, dass die Trainingsdaten zu gut approximiert sind. Man kann auch sagen, dass das Verfahren fast, das Netzwerk fast lernt, Trainingsdaten auswendig zu lernen, die dann aber auf den etwas abweichenden Testdaten nicht mehr so gut passen. Okay, das heißt, ich möchte in der Kapazität möglichst hier sein. Trotzdem wird es so sein, auch wenn ich die Kapazität da vernünftig wähle, dass ich wahrscheinlich etwas ein Overfitting habe. Und die Frage ist nun, was können wir gegen Overfitting unternehmen? Eine Möglichkeit hier sind verschiedene Regularisierungsfunktionen. Und Regularisierungsfunktionen funktionieren so, dass das Netzwerk als Ganzes nicht geändert wird, also die Layer oder Knoten werden nicht verändert, die Anzahl davon, sondern ich füge stattdessen etwas zur Lossfunktion hinzu. Das J hier soll der Lossfunktion entsprechen und die neue Lossfunktion besteht aus der alten Lossfunktion, was immer die auch war, plus einem Term hier, der von den Gewichten abhängt. Das heißt, das hier sind die Parameter der Gewichte des neuronalen Netzwerks und es ist irgendeine Funktion von den Gewichten und es ist natürlich eine Funktion, die einen größeren Wert hat, wenn die Gewichte größer sind. Das heißt, wenn ich das als Ganze minimieren möchte, möchte ich sowohl die ursprüngliche Lossfunktion minimieren, wie auch die Größe oder Magnitude der Gewichte möglichst minimieren. Das heißt, ich möchte rein von dem hier möglichst kleinere Gewichte haben. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, das heißt, dass, als wären hier die Gewichte angegeben, der zweite Term hier, der möchte, dass die Gewichte eigentlich möglichst nah bei 0 sind, wird versuchen, die Gewichte auf 0 zu ziehen. Der erste Term hier hat einen optimalen Wert für irgendein Gewicht, das dem Minimum der alten Lossfunktion hier entspricht, der wird versuchen, die Gewichte hier hinzuziehen. Und die beiden Funktionen zusammen bewegen dann, dass sich das Gewicht irgendwo in der Mitte dazwischen befindet. Wie sieht solch eine Regularisierungsfunktion nun im Detail aus? Eine Möglichkeit ist die sogenannte L2-Regularisierung, L2, weil die 2-Norm der Gewichte verwendet wird. Das heißt, unsere Penalty-Funktion für die Gewichte ist einfach der Betrag der Gewichte im Quadrat und insgesamt natürlich dann die Summe von allen Gewichten. Okay, dann haben wir gesehen eigentlich, dass bei der Minimierung der Lossfunktion ein Gradient Descent Verfahren verwendet wird. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, was dann bei der Minimisierung mit den Gewichten geschieht, müssten wir uns anschauen, was der Gradient von dieser Funktion ist. Ich kann diese Betragsfunktion auch so schreiben und dann kann ich mich davon ableiten, dann erhalten wir als Gradient Alpha mal W. Das heißt, bei jedem Schritt vom Gradient Descent wird das Gewicht, das Gewicht, die Richtung des Gewichtes in eine Richtung verschoben, die proportional zur Größe des Gewichts selber ist. Das Alpha ist von der Folie von vorher, damit kann ich sagen, wie viel Regularisierung, das ich da haben möchte.
Okay, gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, es gibt noch die sogenannte L1-Regularisierung. Die wird jedoch etwas weniger häufig gebraucht. Statt dem Quadrat wird da nur der Betrag der Gewichte verwendet. Wenn ich hier wieder das Gleiche mache und ableite, dann sehe ich, dass beim Gradient immer in einer Richtung Alpha korrigiert wird, unabhängig von der Größe von W, sondern nur vom Vorzeichen und W abhängig. Was bei dieser L1-Regularisierung geschieht, ist, dass gewisse Gewichte auf 0 gehen werden. Wir haben da eine Sparse-Darstellung der Gewichte. Manchmal wird das explizit gebraucht, um das Netzwerk einfacher zu machen. Okay, was für andere Regularisierungsmöglichkeiten habe ich noch? Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Ensemble-Methoden. Das heißt einfach, dass ich mehrere Modelle verwende, die ich separat trainiert habe, und ich werde dann alle auswerten und das Resultat dann zum Beispiel mitteln oder zum Beispiel als Abstimmung, ich habe eine Klassifizierungsaufgabe, über das Resultat entscheiden. Das heißt, wenn ich drei Modelle habe und zwei sagen, es ist die Klasse 1, eins sagt, es ist die Klasse 0, dann werde ich da die Klasse 1 wählen. Eine interessante Methode, die etwas in diese Richtung geht, ist Dropout. Dropout besteht darin, dass ich irgendeinen Knoten oder irgendeine Verbindung in meinem Hidden Layer des Netzwerks auf 0 setze. Das heißt, wird wie sozusagen entfernt oder beziehungsweise es werden alle seine Verbindungen entfernt. Das heißt, ich habe dann eigentlich effektiv ein Netzwerk ohne diesen Knoten. Und wenn ich da random jeweils andere Noten entferne, dann kann man sich das so vorstellen, dass das Netzwerk dann Alternativmethoden suchen muss, um das gleiche Resultat aus anderen Knoten her zu berechnen. Man kann sich das eben auch als Ensemble vorstellen. Das heißt, wenn ich das Originalnetzwerk hier links habe und ich mache dann ein Dropout, dann verliere ich da verschiedene Knoten, und das heißt, ich habe eigentlich ganz viele verschiedene Netzwerke, auf denen ich trainiere, und damit lernt das Netzwerk eben alternative Pfade zur Berechnung zu verwenden. Bei der Auswertung werde ich natürlich dann das Dropout nicht mehr machen, sondern entsprechend dann alle Knoten verwenden. Andere Möglichkeit ist zu beobachten, wann das Overfitting dann eintritt und zu diesem Zeitpunkt dann einfach das Lernen abbreche. Das heißt, ich muss eigentlich lernen, wie viele Trainingsschritte das ich brauche, um das Netzwerk da lernen zu können. Könnte zum Beispiel so aussehen, das heißt, wenn ich das betrachte, hier die Loss-Funktion aufgetragen, sowohl auf dem Trainingsset wie auf dem Validierungsset, habe ich da zwar für über 200 Episoden trainiert, aber das Minimum der Loss-Funktion habe ich da vielleicht schon nach 20 oder 25 Episoden erreicht. Das geht tatsächlich auch beim JAS so, dass ein früheres Beispiel von der Trumpf-Funktion zweimal trainiert mit eigentlich fast dem gleichen Netzwerk, einmal mit der roten Methode hier und dann weiter trainiert noch mit im Fall von der hellblauen Methode hier, und hier sehen wir die Accuracy im Trainingsset geht dann immer noch weiter hinauf, währenddem diejenige im Validierungsset nicht nur stehen bleibt, sondern sogar dann entsprechend noch abnimmt. Also klassischer Fall von Overfitting. Gut, damit wir das auch erkennen, brauchen wir verschiedene Datensätze. Zum Beispiel, wie gesagt, haben wir ja unser Trainingsdatensatz. Der Trainingsdatensatz ist der Datensatz, auf dem die Machine Learning Methode tatsächlich trainiert. Dann möchte ich das trainierte Modell auswerten, um eben zu sehen, ob ich da Overfitting habe oder nicht. Dazu verwende ich ein Validation Dataset, und wenn ich sehe, dass ich zum Beispiel zu viel oder zu wenig Overfitting habe,
dann würde ich dann zum Beispiel die Regularisierungsparameter oder die Kapazität des Netzwerks anpassen und das Ganze dann nochmals trainieren. Das heißt aber auch, dass ich das Validation Set genommen habe, um eigentlich mein Netzwerk hier zu verändern oder indirekt auch zu lernen. Und deshalb weiß ich dann nicht mehr wirklich, wie gut das ist auf dem Validation Set oder wie gut ist, dass es im Allgemeinen generalisiert. Und darum sollte man noch ein drittes Set verwenden, ein Testset. Wenn ich dann alles optimal eingestellt habe, dann werde ich auf dem Testset optimalerweise nur einmal auswerten, wie gut dann die entsprechende Methode funktioniert. Und dann keine Parameter mehr verwende. Okay, das war's zu den Datensätzen und zur Regularisierung. Und nun schauen wir uns als letztes Thema von heute noch die Optimierung an. Dazu ein einleitendes Beispiel oder Fragestellung. Ja, was möchten wir dann eigentlich machen, wenn ich das neuronale Netzwerk trainieren lasse? Wir möchten, dass es schlussendlich möglichst gut funktioniert auf dem Testset. Und zwar wahrscheinlich mit irgendeiner Performance Measure, das heißt zum Beispiel die Accuracy, dass die Voraussage der Klasse möglichst richtig ist, auf dem Testset, das ich dann schlussendlich verwende, um das auszuwerten. Aber was ich tatsächlich optimiere, ist die Loss-Funktion auf dem Trainingsset. Das ist nicht ganz wirklich das Gleiche. Das andere habe ich aber nicht zur Verfügung. Und was das heißt, ist, dass ich, wenn ich sowieso eigentlich nicht auf meinem Testset optimieren kann, sondern nur auf meinem Trainingsset, dann kann ich, muss ich auch nicht unbedingt immer das ganze Trainingsset verwenden. Das heißt, was immer das wir verwenden, sind eigentlich Erwartungswerte über unserem Trainingsset. Und das heißt, ich kann auch einen kleineren Teil des Trainingssets verwenden. Und das werden wir üblicherweise so machen. Wir haben das bereits das letzte Mal gesehen in der Demo und gebraucht, dass wir da in Batches arbeiten und jeweils ein Batch um einen anderen Batch hintereinander dann verwenden, um einen Schritt in der Optimierung zu berechnen. Weil wenn ich zum Beispiel den Gradient über den ganzen Datensatz berechnen möchte, ist das natürlich sehr aufwendig. Also nehme ich nur ein Sample davon und verwende den Gradient dann aus dem Sample. Und das Ganze nennt sich dann Mini-Batch-Algorithmus. Ja, was ist dann besser? Große Batches, möglichst viel von unseren Daten zu verwenden oder möglichst kleine Batches? Nun, größere Batches sind besser oder geben mir bessere Resultate, sind aber eventuell auch teurer in der Verarbeitung, dann fragt sich, ob sich dann den extra Kosten dann lohnt. Das heißt, wenn es dann nur anderthalb Mal besser ist, aber doppelt so teuer in der Verarbeitung, hat sich das vielleicht nicht gelohnt. Wenn ich sehr kleine Batches habe, dann lohnt sich das meistens auch nicht, weil wenn ich zum Beispiel auf einer GPU trainiere, kann sie natürlich möglichst viel parallel berechnen. Und wenn ich da weniger parallel berechne, dauert es trotzdem gleich lang, aber ich habe dann einfach weniger berechnet. Das heißt, häufig wähle ich mir mein Batch Size dann so, dass ich es eben gerade noch auf meiner Hardware oder meiner GPU berechnen kann. Für große Probleme, wie zum Beispiel Bildverarbeitung, ist dann das automatisch bedingt, dass die Batches nicht so groß sein können, weil einem sonst das Memory auf der GPU ausgeht. Gut, nun minimieren wir und wir sehen ja beim Minimieren, dass wir nicht mit diesem Gradient Descent nicht unbedingt das globale Minima finden, sondern wir finden nur ein lokales Minimum. Andererseits ist es nun so mit diesen Batch-Algorithmen, wird sich diese Funktion hier, die ich da eigentlich da minimieren möchte, wird sich für jeden Batch ändern. Das heißt, sie wird nicht immer genau gleich aussehen. Trotzdem möchten wir natürlich versuchen, möglichst nah an das globale Minimum der aller Daten hinzukommen.
wenn ich in irgendeinem anderen Minimum stecken bleibe, das nahe daran ist, dann ist das weniger ein Problem. Wenn ich aber da in diesem lokalen Minimum bleibe, ist es wahrscheinlich zu weit entfernt vom Optimal, von der optimalen Stelle hier. Das heißt, ich muss sehen, dass ich nicht zu früh aufhöre zu lernen. Zum Beispiel werden wir gerade sehen, verwenden wir gewisse Schrittgrößen beim Gradient Descent, und wenn diese Schrittgrößen hier schon zu klein sind, dann komme ich nicht mehr aus dem lokalen Minimum heraus. Trotzdem, dass eigentlich ein Minimum ist, würden wir erwarten, dass der Gradient gegen 0 geht. Das ist aber in der Praxis oft nicht der Fall. Das heißt, auch nach sehr vielen Episoden bleibt der Gradient relativ groß und wird dann halt in der relativ schwachen oder relativ flachen Funktion an dieser Stelle etwas da herumschwanken, was dann aber nichts mehr ausmacht, weil die Lossfunktion dann eben überall in der Region dann gleich klein ist bereits. Okay, das heißt, wir möchten diesen Gradient Descent berechnen. Das haben wir das letzte Mal auch schon bereits angeschaut. Hier vielleicht noch etwas im Detail, wie dieser Gradient Descent aussieht. Ich nehme jetzt eben solch ein Mini-Batch von Beispielen aus meinem Datensatz. Ich berechne aus diesen ein Estimate meines Gradienten und mache dann diesen Update-Schritt für jeden Layer oder für jeden Parameter, dass ich da ein Epsilon in die Richtung des Gradienten gehe. Und üblicherweise würde ich da diese Schrittweite etwas anpassen. Am Anfang möchte ich möglichst große Schritte machen, damit es möglichst schnell in die richtige Richtung geht, und später möglichst kleine Schritte. Das ist eine Möglichkeit, ist das einfach anzupassen über die Zeit. Zum Beispiel, dass es langsam abnimmt, oder andere Möglichkeiten wären, dass sich der Algorithmus selber herausfindet, was die optimale Schrittlänge ist. Ein Problem, wenn ich einfach nur Gradient Descent mache und wenn meine Value-Funktion oder meine Funktion, die ich da optimieren möchte, meine Loss-Funktion sehr, sehr schmal ist, kann es sein, dass ich sehr viele unnötige Schritte eigentlich mache. Zum Beispiel kann es sein, dass der Gradient hier an dieser Stelle eben in dieser Richtung geht, gar nicht ganz zum Mittelpunkt. Und wenn ich dann hier bin, gehe ich wieder in diese Richtung und hier gehe ich wieder in diese Richtung. Das heißt, ich mache so ein Zickzack, und eine Möglichkeit, dem zu begegnen, ist ein sogenanntes Moment zu berechnen. Das heißt, ich verwende da eine Summe von meinen Gradienten über die nächsten paar über die letzten paar Zeitschritte, und wenn diese im Mittel so mit Zickzack hin und her gehen, dann werden sich diese Zickzackbewegungen ausgleichen und ich gehe mir dann direkt in diese Richtung hier. Und solche momentbasierenden Optimierungsverfahren können dann häufig schneller zum Minimum finden. Dazu gibt es verschiedene Verfahren, die die meisten Frameworks unterstützen. Zum Beispiel RMS Prop ist solch ein Verfahren, das eben mit diesem Moment arbeitet, und ein Verfahren, das die Schrittweise automatisch lernt, ist Adagrad. Das heißt, es schaut nach, wie gut haben die Schrittweite funktioniert in den letzten paar Schritten, und versucht dann, wenn es da nicht schnell genug ging, die Schrittweise anzupassen. Und schlussendlich ist Adam ist eine Kombination von dieser Methode mit noch mehr Moment. Das heißt, ich würde zum Beispiel empfehlen, dass das eine Möglichkeit, Adam ist eine Möglichkeit, um das Konvergieren schneller zu machen. Da Sie das jedoch am Anfang nicht unbedingt wissen, was gut funktioniert, zum Beispiel welche Schrittlänge dann anfangs für Ihr Problem geeignet ist, würde ich das empfehlen, so zu machen, dass man zuerst einmal mit dem normalen Vanilla Stochastic Gradient Descent arbeitet, bis das ganze Modell konvergiert. Und wenn Sie das mal haben und dann das Modell vielleicht noch etwas anpassen möchten, können Sie auf Adam oder Adagrad wechseln, was dann das Ganze noch etwas schneller berechnet. Aber Sie wissen schon etwas, schon
besser, welche Anfangsschrittweite hier funktioniert. Gut, das wäre es schon für heute. Was haben wir uns angeschaut? Wir haben gesehen, dass das Netzwerk muss genügend Kapazität haben, um die Trainingsdaten zu lernen. Sollte nicht viel mehr Kapazität haben, sonst gibt es zu viel Overfitting. Das heißt, etwas Overfitting werden Sie immer haben und das können Sie, dem können Sie am besten damit begegnen, dass Sie L2-Regularisierung verwendet, Normalisierung von Ihren Gewichten und möglicherweise noch Dropout. Trainieren funktioniert am besten in Mini-Batches. Die Batch-Größen müssen Sie etwas ausprobieren, einerseits für Ihr Problem und fast mehr noch, was auf Ihrer Hardware dann möglich ist. Und wenn Sie mit Stochastic Gradient Descent beginnen, dann sollten Sie schon mal erste Resultate bekommen können. Das heißt, der Hauptparameter hier ist die Schrittweise, mit der Sie vielleicht herumspielen können, wenn es mal noch nicht konvergiert. Wenn Sie da mal ein Setting gefunden haben, dann können Sie Adam oder Adagrad verwenden, um das Ganze dann noch etwas effizienter zu machen. Gut, das wäre es für diesmal gewesen. Es wird noch ein kleines Video dann geben zu den Datensätzen.